Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du nicht so richtig in unsere Gesellschaft hineinpasst? Fühlst du dich vielleicht auch manchmal so wie ein Außenseiter, der eher nach innen schaut? Wenn ja, dann kommst du vielleicht von der Sternensaat. Ich werde dir heute ganz viel erklären über die Sternensaat, über die Aufgabe und dir damit helfen, dich in deinem Leben besser zurechtzufinden. Und wir bekommen auch eine ganz wertvolle Botschaft aus der Sternensaat. Also bleib unbedingt dran. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Neriana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eines der größten Online-Portale im deutschsprachigen Raum für Bewusstseinserweiterung und spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du von YouTube immer informiert wirst, wenn ich was Neues sende. Ihr Lieben, ja, und heute geht es um die Sternensaat in erster Linie oder um festzustellen, wo du herkommst oder ob du vielleicht sogar eine Sternensaat bist. Die Sternensaat, das sind Wesen, die kommen von anderen Galaxien, von anderen Planeten und aus oder aus einer höheren Dimension, um uns hier auf der Erde für den Übergang zu helfen. Dann gibt es auch noch den Gaia-Reinkarnationskreis, der ist eher noch aus dem Buddhismus bekannt. Dort heißt es, dass man zuerst als Tier wiedergeboren wird und dann verschiedene Tierarten durchmacht, bis man am Schluss als Mensch geboren wird. Also auch das ist ein Inkarnationszyklus, den wir heute anschauen werden, einfach um zu verstehen, wie das Leben überhaupt auf der Erde aufgebaut ist und um zu verstehen, die aktuelle Situation, die uns ja gerade alles sehr herausfordert. Und je nachdem, wenn wir jetzt noch mal in den Buddhismus gehen, wenn du dann die Stufe erreicht hast und als Mensch inkarnierst, dann tust du das so lange, bis du die Erleuchtung erreichst, also praktisch erwacht bist. Ja, was bist du jetzt eigentlich? Hat dich vielleicht einiges, was ich jetzt so angesprochen habe, schon mal berührt? Und hat deine Seele vielleicht vibriert? Denn deine Seele, die weiß ja genau, was du bist. Und der gaianische Kreis oder Inkarnationszyklus, diese Menschen sind auch sehr wichtig für uns. Die brauchen wir, weil einfach diese Menschen, wenn die diesen ganzen Zyklus durchgemacht haben, sehr bodenständig sind, sehr eng mit der Erde verbunden sind, was jetzt die Sternensaat nicht so sehr ist. Ist ja klar, weil die ja von anderen Planeten, anderen Galaxien kommen, haben die nicht so eine intensive Erdverbundenheit wie die Wesen aus dem gaianischen Inkarnationszyklus. Und diese Menschen aus diesem Inkarnationszyklus brauchen wir dringend auch, denn sie bringen so die Energie des Erwachens auf die Erde. Also diese Menschen sind dabei, uns im Erwachen zu unterstützen, indem sie selbst erwachen. Und ohne Erwachen, ohne Menschen, die jetzt noch schlafen, könnten wir uns niemals so weiterentwickeln, wie es wir gerade tun. Wir befinden uns im Moment in einem sehr interessanten Inkarnationszyklus, also die ganze Erde, weil es sehr wichtig ist, dass die Menschen erwachen und durch dieses Erwachen können wir erst unsere riesengroße Aufgabe erfüllen und die Erde anheben in eine andere oder höhere Dimension. Und das ist die Aufgabe von fast allen Menschen, die im Moment inkarniert sind, sei es, sie sind von der Sternensaat oder sei es, sie sind
von der Gaia. Also entweder so oder so. Und jetzt kommt es darauf an, wo du dich mehr drauf angezogen fühlst. Ja, und vielleicht bist du auch manchmal erstaunt über Menschen, die irgendwie alles können, die Dinge können, auf die du nie gekommen wärst. Diese Menschen oder diese Wesen kommen aus dem gaianischen Inkarnationszyklus und genau die brauchen wir auch sehr, damit die neue Zeit sich gestalten kann, weil die bringen uns so viel tolle und neue Ideen, auf die wir sonst niemals von allein draufkommen würden. Und das ist natürlich wichtig jetzt für das Erwachen auf für die ganze Erde. Ja, und jetzt gehen wir nochmal zur Sternensaat. Die Sternensaat ist eine einzigartige Gruppe von Individuen, sag ich mal, oder von Wesen. Das sind auch unsere außerirdischen Seelen da auch dazu, die die Fähigkeit haben, zwischen den Planeten hin und her zu reisen, gerade so, wie sie möchten. Und je nachdem, wie sie sich oder welche Aufgabe sie sich gestellt haben, sind sie dann auf einem Planeten intensiv dabei zu unterstützen und zu helfen. Und das heißt oder erklärt vielmehr, dass dann zum Beispiel auch von den Plejadern einige immer wieder auf die Erde kommen, auch wenn sie sich im Moment noch nicht zeigen, um uns zu unterstützen mit diesen Energien. Es gehört ja alles zusammen, das ganze Universum. Es ist ja nicht so, dass es nur die Erde gibt mit ihrem Universum, sondern das ganz große, die ganz große Galaxie, alles, alles, alles im Universum hat eine bestimmte Ordnung. Und wenn jetzt so ein Sternensaatwesen auf der Erde inkarniert, dann hat es sich zur Aufgabe gemacht, das auch zu vollenden, dieses Erwachen zu vollenden. Und wird dann, wenn es feststellt, es ist jetzt doch nicht in einem Leben alles zu bewältigen, so lange wiederkommen, bis das Ziel erreicht ist. Und die Zusammenarbeit von der Sternensaat und den Gaia-Inkarnationszyklus ist das Wichtigste, was wir brauchen überhaupt, um voranzukommen. Ich weiß, dass viele von euch von der Sternensaat kommen und diese Menschen erkennt man auch daran, dass sie sehr feinfühlig sind, dass sie sehr hochsensibel sind und viel mehr mitbekommen an Gefühlen und Energien als jetzt einer aus der Gaia-Inkarnationszyklus. Die Menschen aus dem Gaia-Zyklus, die sind eher mehr bodenständig und nicht ganz so feinfühlig. Die bringen uns dafür aber andere Ideen, die bringen uns laufend in Ideen und bringen uns dazu, uns weiterzuentwickeln. Und so ist diese Harmonie zwischen den beiden, das ist das, was wir brauchen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und die Regenerationskreise der Planeten unterstützen sich so gegenseitig. Also die Wesen von der Sternensaat können natürlich auch auf anderen Planeten inkarnieren, um dort ähnliche Aufgaben erfüllen, wie sie hier auf der Erde erfüllt werden sollen. Also es gibt noch mehr Planeten, die die gleiche Aufgabe haben wie die Erde. Und deswegen sind dann die Sternenwesen, die suchen sich einen Planet aus und sind dann dort zur Unterstützung, bis die Aufgabe erfüllt wurde. Und wir leben gerade jetzt in so einer aufregenden Zeit, wo so viel passiert. Und wenn du das aber jetzt von dem Bewusstsein, von dieser höheren Stufe aus betrachtest, dann sieht es irgendwie leichter aus, weil du das Große und Ganze, diesen Sinn von allem, der jetzt dahinter steht, viel besser erkennst. Und die Seele eines Menschen, sie durchläuft in der Regel viele Stadien, während sie hier lebt, also viele Erfahrungen, bis sie eine gewisse Reife erreicht, die es eben dann erlaubt, eine bestimmte Zeitspanne abzuschließen. Also die Seele wird allgemein gesagt so oft inkarnieren, bis eben die Aufgaben abgeschlossen sind. Das heißt, wir werden alle immer wieder inkarnieren, bis
ja, der Aufstieg sich vollzogen hat. Und das ist eine wundervolle Aufgabe, die wir hier übernommen haben. Sie ist natürlich schwer, aber sie ist wundervoll, weil wir dadurch dann, unser Ziel ist es, die ganze Welt, die ganze Erde auf die höhere Bewusstseinsstufe anzuheben. Übrigens kannst du das alles auch in unserem Blog auf unserer Webseite nachlesen. Der Link ist unter dem Video. Weil das Thema so interessant und faszinierend ist, haben wir das nochmal schriftlich auch hinterlegt, sodass du dich da noch informieren kannst und vielleicht auch feststellen kannst, ob du zu der Sternensaat gehörst oder zu dem Gaia-Zyklus. Wir brauchen ja beide und beide sind so wichtig für die Weiterentwicklung der Erde, für die göttliche Ordnung, dass sie sich im ganzen kompletten Universum und in allen Universen vor allen Dingen einstellen kann. Und da ist deine Mitarbeit so wertvoll und so gefragt auch. Und wie gesagt, behalte das auch im Blick, dass auf anderen Planeten genauso eine höhere Bewusstseinsstufe erreicht werden soll. Und wenn das alles dann geschieht, dieses ganz große, dieses riesengroße Anheben auf die höheren Dimensionen der Liebe, dass sich dadurch dieser Plan Gottes erfüllt, die göttliche Ordnung im Universum in die höheren Dimensionen kommt. Und wenn du das alles so betrachtest, ist es sehr, sehr faszinierend. Und wir werden jetzt auch gleich von der Sternensaat eine Botschaft erhalten und eine Unterstützung, wie wir zusammen mit diesen Wesen wirken können. Und da freue ich mich natürlich schon sehr drauf. Und ich werde mich jetzt auch gleich mal einsprühen. Ich habe ein neues Auraspray gemacht für die Sternensaat, dass man einfach die Energien der Sternensaat herunterbringt und sich damit ausdehnen kann, um ja sich gegenseitig noch viel mehr zu unterstützen. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Botschaft. Geliebte Menschenfamilie, voller Freude lade ich jeden einzelnen von euch heute ein, die Botschaft der Sternensaat zu empfangen. Dafür, dass du diese Botschaft auch in allen ihren Energien empfangen kannst, bitte ich dich, dich auf dein Herz und auf deinen Atem zu konzentrieren. Spüre dein Herz und spüre deine Ich Bin-Gegenwart. Spüre das Leuchten deines Herzens und die Größe deiner Seele. Spüre deine persönliche Strahlkraft, denn ich werde nun die Wesen der Sternensaat einladen, uns mit ihren Energien zu unterstützen. Und so halte du die Energie, in welcher du dich gerade befindest. Und lass dich so tief fallen in die Energien der Sternensaat, wie es dir möglich ist. Man nennt mich Istret. Und so wurde ich ausgewählt, heute zu dir zu sprechen. Ich trage das Licht des höheren Bewusstseins
aus der göttlichen Liebe heute zu dir. Und ich bin gekommen, um denjenigen unter euch zu zeigen, ob sie mit der Energie der Sternensaat verwandt sind. Ich werde dir die Möglichkeit geben zu fühlen, ob du zu diesen Wesen dazugehörst. Und so lade ich dich ein, meine Energie zu fühlen. Ich habe mehrere Freunde der Sternensaat gebeten, die Energien für dich zu halten, wenn wir dich einladen, in die Energie einzutauchen. Und so hat sich ein Teppich der Sternensaat gebildet, der dich tragen wird, der ganz weich und sanft ist. Und wenn du bereit bist und dir erlaubst, auf diesen Teppich aufzutreten, dann werden die Energien sich mit dir verbinden. Und so tue dies nun mit einem tiefen Atemzug. Und wie von ganz allein wirst du angehoben auf die Energie des Sternensaat. Fühle nun diese Energie und spüre das besondere Licht. Spüre die besondere Weisheit. Und spüre, wie die Energie sich mit dir verbinden möchte. Erlaube deiner Seele, dich einfach hinzugeben und zu genießen. Du spürst genau, ob sich diese Energie fremd anfühlt oder ob sie ein Teil von dir ist. Du spürst dies jetzt in diesem Moment. Und so habe ich, Istrid, etwas für dich vorbereitet. Und ich habe auch eine Botschaft für dich. Eine Botschaft für alle Menschen auf der Erde. Und so sind wir, die Wesen der Sternensaat, sehr nahe bei dir. Einige von uns sind inkarniert und einige von uns tragen und halten die Energien. Wir wirken alle zusammen mit dir, um die höheren Dimensionen auf die Erde zu bringen und die Erde anzuheben. Es kommt auf dich drauf an. Auf deine Strahlkraft und auf dein Licht. Wir möchten jetzt alle Menschen unterstützen. Und so haben wir in der Mitte der Erde
eine Lichtsäule errichtet. Diese Lichtsäule wird nun heute mit deiner Hilfe eine besondere Strahlkraft entwickeln und wird sie so vergrößern und unterstützen, dass ihre Energie bis auf die Erdoberfläche hinauf fließt. Und so senden wir nun unsere komplette Liebe, unser helles Licht mit deiner Hilfe in den Erdkern, in das Zentrum dieser Lichtsäule. Wenn du magst, darfst du dich mit dem Zentrum der Erde verbinden. Und du darfst die ganz große Liebe fühlen, welche hier von Mutter Erde für dich bereit liegt. Und so tauchen wir nun zusammen in diese wundervolle Liebe hinein. Und wir tragen diese Liebe durch die Lichtsäule hinauf bis auf die Erdoberfläche. Und dort verteilt sich das Licht der Liebe. Und dieses Licht der Liebe ist unsere Unterstützung für alle Menschen, welche gerade eine schwere Zeit durchmachen. Dieses Licht der Liebe berührt die Seelen deiner Brüder und Schwestern und es öffnet ihre Herzen. Es hilft zu verstehen, dass alles dem Großen und Ganzen dient und dass wir uns hier gefunden haben, um zusammen das göttliche Licht weiterzugeben, um zusammen den Aufstieg von Gaia zu ermöglichen. Und so strahlt nun aus dem Universum Gottes Liebe auf die Erde, verbindet sich mit dem Licht von Gaia. Und es entsteht ein Mantel der Liebe, ein Mantel des Schutzes, des höheren Bewusstseins. Und wenn du bereit bist, dann erlaube dir, selbst diesen Mantel zu fühlen, wie er sich ebenfalls um deine Schultern legt und dich fühlen lässt, wie du mit Mutter Erde und der höheren Liebe Gottes verbunden bist. Denn dies ist dein Weg zu verstehen und zu existieren, zu verstehen, dass du ein Teil von dem Großen und Ganzen bist und dass dein Licht sehr wichtig ist, dass du mit deinem Licht, mit deinem Verstehen alles ändern kannst, alles in die höheren Dimensionen hineintragen kannst, was eine niedere Schwingung hat. So trage diesen Mantel bewusst, immer dann, wenn dir danach ist und du für das Große und Ganze wirken möchtest. Voller Freude
blicken wir zu dir. Blicken meine Schwestern und Brüder der Sternensaat zu allen Menschen, die heute hier versammelt sind. Und wir bedanken uns voller Liebe bei dir, dass wir heute für dich wirken durften. Und sei dir versichert, dass wir immer hier sind, dass wir so lange bei dir bleiben werden, bis alles vollendet ist. Und so lassen wir nun goldenen Sternenstaub auf dich hinabrieseln, als Zeichen unserer Dankbarkeit, und verabschieden uns voller Freude von dir. Und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Du bewegst Hände und Füße. Und bist wieder ganz da. Dieser Mandel ist so schön. Und er gibt mir so dieses Gefühl der Verbundenheit, der Zugehörigkeit und erinnert mich ja an meine Aufgabe. Und ich hoffe, dass es dir auch so geht, dass du jetzt gestärkt hinausgehen kannst in deinen Alltag zu all den Aufgaben, die du dir selbst persönlich gestellt hast. Und sei dir sicher, du bist nicht allein, niemals. Wir unterstützen uns auch gegenseitig. Ja, und wenn dir die Botschaft gefallen hat, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Klick einfach hier auf die Kugel und erfahre sofort, wenn das nächste Video von mir wieder rauskommt. Ich danke dir sehr für deine Liebe und für dein Licht. Tschüss.